So, und damit willkommen zurück zu Kolat Folge 12, müsste es sein. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir jetzt hier aus der verdammten Höhle rauskommen. Zumal wir auch einen Weg nach unten finden müssen, auf der Karte. Aber erstmal hier rauskommen jetzt. Da ist ein Spalt. Okay. Da kommen wir gar nicht durch. Schön. Wie komme ich denn... Ich weiß, ist gerade nicht so spannend. Ich kann es aber leider nicht ändern. So, warte mal. Wir sind auf jeden Fall... hier hochgegangen. Gibt es denn hier noch einen anderen Ausweg? Sind wir... Warte mal, hier war das gewesen, ne? Mhm. Ah ja, hier ging es ja zurück. Stimmt ja, genau. So. Ich habe Angst, dass jeden Moment in der Höhle irgendwas auftaucht. Was habe ich gerade noch gesagt? Ist das Blut? War eine gute Idee, wieder zurückzugehen. Aber schöne Aussicht hat man von hier, muss man ja mal lassen, ne? Also. Und stimmungsvoll ist das Spiel, das definitiv. You think you are significant? That you will uncover the truth for everyone to see? So you can point the finger at the monster. First, take a look at the mirror. Ich soll in den Spiegel schauen? Wo geht's denn hier lang? Achso, da kommt man unten drunter, ja. Achso, okay. Alles klar. Alter. Dieses Spiel, ne? Ich, Sieht aus, ob da eine Hand ist, ne? Da hinten, ne? Guck mal. Ich, Ich soll also in den Spiegel schauen, ja. Wenn ich einen Spiegel hätte. Da hinten war gerade noch Licht. La, la, la. Ich will hier einfach raus. Koordinaten. 20, 72. Ich schau mal schnell. 20... 20, 72. Da sind wir jetzt. Okay. Ich höre einen Zettel. Alter. Hör auf mit so einer Scheiße. Kann ich jetzt nicht gebrauchen, wo ich mich jetzt gerade so konzentriere. Ich muss irgendwas... Geh weg! Geh weg! Geh weg!
Was macht der da? Guck mal, wer bin ich? Ich gehe doch da nicht hin, bin ich bescheuert? Gibt's keinen Ausweg? Der packt uns. Du sag mal. Was ist los? Schlecht geschissen? Schlecht geschissen? Ich glaub das wohl. Sag mal, was macht der da? Es gibt keinen anderen Weg, wir müssen da lang. Wir werden so sterben. Geh weg! Geh weg, lass mich! Was sollte ich denn machen? Ich. Vorbeilaufen bringt ja anscheinend nichts, wenn der da so patrouilliert. Alter, was ist mit dem nicht in Ordnung? Und wahrscheinlich zu viel Pilze gegessen aus der Höhle. Ist ja unfassbar. Okay, ich habe gedacht, wir haben ihn vielleicht vergraben oben in den Berg, aber anscheinend doch nicht. Anscheinend ist er doch unten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir, den noch mal wiedersehen. Ich habe doch gedacht, dass ich das Spiel zerstört habe. Nachdem, wir da den Speicherpunkt hatten und wir sind wieder im Ladebildschirm. Das gibt's nicht, das ist unfassbar. Mann. Wo sind wir denn jetzt? Nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal durch die Höhle latschen. Aber vor allem, wie soll man denn an dem vorbeilaufen, wenn er da steht? Ich verstehe es nicht. Vor allem, der patrouilliert ja da die ganze Zeit. Der läuft ja da die ganze Zeit rum. Lalalala, tralalala. So. Wie soll ich denn bitte an dem vorbeilaufen? Oder muss ich da einfach durchlatschen? Weil im ersten Moment hat er ja nichts gemacht. Im ersten Moment hat er ja erstmal nur doof geguckt, so. Wer bist du denn? Hier ist die Höhle. Ich will da nicht nochmal rein. Ich will da nicht nochmal rein. Vielleicht nicht in die Augen schauen. Ist ein guter Tipp im Übrigen. Ich habe ja die Taschenlampe schon ausgemacht und schon war ja beruhigt. Mit Taschenlampe an war ja nicht mehr so energisch hinter uns her. Juppie! Was wäre denn, wenn wir da langlaufen? Diese Geräusche, ne? Und in der anderen Richtung können wir ja nicht. Weil sobald wir da runterspringen, ist vorbei. Ich versuche einfach durchzurennen. Ich versuche es einfach. You think you are significant? That you will uncover the truth for everyone to see? So you can point the finger at the monster. First, take a look at the mirror. Mhm.
Ich versuche jetzt mal durchzurennen, in der Hoffnung, dass es klappt. Ciao! Ach, vielleicht einfach mal so. Scheiße, der ist da. Komm wieder klar, komm wieder klar, komm wieder klar. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich gehe einfach ins Licht. Ich traue mir nicht, die Lampe anzumachen. Wer weint denn da? Der läuft da. Willst du mich verarschen? Der ist da hinten. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich muss bestimmt da hoch. Mit Sicherheit. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, Zettel, fick dich. Ich sammle keinen Zettel mehr. Bist du bescheuert? Und vor allem, wer hat denn da gerade geweint? Wer hat denn bitte da gerade geweint? Ich mache keine Lampe an. Da werden wir schneller entdeckt. Habe ich mir mal sagen lassen. Ja, 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 ja. Ciao. Oh, Höhlenforscher, habe ich gerade die Trophäe erhalten. Boah, erstmal raus hier. Oh. Oh. Oh, Speicherpunkt wäre mal schön. Ein Speicherpunkt wäre echt mal schön. Können wir nicht mal ein Lagerfeuer finden oder sowas? Ich würde gern ein Lagerfeuer finden. Singe das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. 29,93. Ich schau mal eben schnell. 29, 29. Ist was andere? 29, 93. 93? Da sind wir jetzt. Was? Das heißt, wenn wir hier lang gehen, kommen wir wieder zum Baum. Kann das sein? Dann wird es wieder dunkel, oder? Oder? Dann würde ich doch gerne in die andere Abzweigung gehen. Ich weiß nicht, was diese Hieroglyphen bedeuten. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Ich will nur noch hier weg. Und vor allem sind diese Hieroglyphen jetzt... Ich höre einen Zettel, aber ich sehe keinen. Oh, wow, wow, das ist nur Wasser, ich dachte schon.
Achtung, Psychopath auf freiem Fuß. Ein gefährlicher Krimineller ist aus der psychiatrischen Anstalt Moskaus ausgebrochen. Uns wurde mitgeteilt, dass der Mann hochgradig geisteskrank ist und unter Wahnvorstellungen leidet. Das ist übrigens eine Anzeige von mir. Die Leute suchen mich anscheinend. Ja, ich würde sagen, bei YouTube machen wir eine kleine Folgenpause jetzt hier und ja, dann es bleibt spannend und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann. Tschüss.